Wir hatten bisher nichts gefunden, was von besonderem Wert gewesen wäre, mit Ausnahme des Silbers und des Schmuckes, mit dem wir aber wenig anfangen konnten. Nun kam ein alter Matrosenmantel zum Vorschein, der viel getragen und von der salzigen See ganz gebleicht worden war. Meine Mutter riss ihn ungeduldig heraus. Da lag vor uns ein in Öltuch gehülltes Bündel, das allem Anschein nach Papiere enthielt, und ein kleiner Beutel, der wie von Goldstücken klirrte, als sie ihn heraushob. »Ich werde diesen Schurken zeigen, dass ich eine ehrliche Frau bin«, rief meine Mutter in unterdrückter Freude, »und will nur nehmen, was mir gebührt, und nicht einen Penny drüber. Halte die Tasche auf, die uns Mr. Crossley mitgegeben hat.« Damit begann sie, aus dem Beutel des Kapitäns so viele Münzen herauszuzählen, als uns der Tote schuldete. Das war ein langes und schwieriges Geschäft, denn es handelte sich dabei um Münzen von allen Größen und allen Herren Ländern. Da gab es Dublonen und Louis d'Or, Taler und Dukaten und alle möglichen anderen fremden Münzen, die ich nicht kannte. Guineas kamen dabei selten vor, und nur mit diesen verstand meine Mutter genau zu rechnen. Als wir eben mitten im Zählen waren, legte ich plötzlich meine Hand auf den Arm der Mutter. Ich hatte in der stillen, kalten Winternacht einen Ton gehört, der mir das Blut erstarren ließ. Ein deutliches Tapp, Tapp, das der Stock des Blinden auf der Straße verursachte. Näher kam es und immer näher, während wir zitternd unseren Atem anhielten. Dann schlug jemand kräftig gegen die Haustür, und es wurde an der Klinke gerüttelt, dass der Riegel klirrte. Darauf war es lange Zeit totenstill, herinnen und draußen. Endlich konnten wir wieder das Tappen des Stockes vernehmen, und zu unserer unsagbaren Erleichterung entfernte es sich Schritt für Schritt, bis es schließlich nicht mehr zu hören war. »Mutter«, sagte ich, »nimm doch den ganzen Beutel und lass uns gehen.« Ich war überzeugt, dass die verschlossene Tür dem Blinden verdächtig vorgekommen war und dass bald die ganze Bande über uns herfallen würde, und doch, welch ein Glück, dass ich die Tür verriegelt hatte. Ich schauderte, wenn ich nur an das Gesicht des Blinden dachte und seinen mörderischen Griff, mit dem er mich am Nachmittag festgehalten hatte. Wie sehr sich meine Mutter aber auch fürchtete, sie wollte dennoch keinen Penny mehr nehmen, als ihr zukam. Und natürlich wollte sie sich auch nicht mit weniger zufrieden geben. »Es ist ja noch lange nicht 7 Uhr«, meinte sie, »und was recht ist, soll auch recht bleiben.« Sie stritt noch mit mir darüber, als wir plötzlich aus einiger Entfernung einen kurzen, schrillen Pfiff hörten. Jetzt war es aber mit unserem Mut zu Ende. Die Mutter sprang auf und raunte mir zu, »Ich will nehmen, was ich habe.« »Und ich nehme noch dieses Paket, damit wir mit dem Kapitän völlig quitt sind«, antwortete ich leise und griff nach dem in Öltuch verpackten kleinen Bündel. Im nächsten Augenblick tasteten wir uns auch schon im Dunkeln die Treppe hinab. Die Kerze hatten wir neben der Kiste stehen gelassen. Dann öffneten wir leise die Haustür und machten uns eilig auf den Weg ins Dorf. Wir waren keine Sekunde zu früh aufgebrochen. Der Nebel hob sich rasch, und bald lag der ganze Hügel in hellem Mondlicht. Nur um ein Stück des Hohlwegs und die nähere Umgebung unseres Hauses hing noch ein dunkler Schleier, der wenigstens die ersten Schritte unserer Flucht verhüllte. Ehe wir aber die Hälfte unseres Weges zurückgelegt hatten, mussten wir in das helle Mondlicht hinaustreten. Zu allem Überfluss hörten wir jetzt bereits die Schritte einiger schnell laufender Männer näher kommen, und als wir uns umsahen, bemerkten wir, dass einer von ihnen eine Laterne trug. »Hier, mein Kind«, sagte meine Mutter plötzlich, »nimm das Geld und laufe weiter. Ich kann nicht mehr. Ich fürchte, ich werde ohnmächtig.«
Nun geht es mit uns zu Ende, dachte ich. Wie verwünschte ich jetzt die Feigheit der Dorfleute? Wie schalte ich meine arme Mutter wegen ihrer Ehrlichkeit und Dickköpfigkeit, wegen ihres früheren Wagemutes und ihrer jetzigen Schwäche? Zum Glück befanden wir uns gerade auf einer kleinen Brücke. Ich führte meine Mutter, die am ganzen Körper bebte, bis an den jenseitigen Grabenrand. Dort stieß sie einen Seufzer aus und sank schwer gegen meine Schulter. Ich weiß nicht, woher ich die Kraft nahm, aber es gelang mir, sie in den Graben hinabzuzerren und zur Not unter dem Brückenbogen zu verbergen. Er war so niedrig, dass man darunter kriechen musste, wenn man sich verstecken wollte. Meine Mutter war so völlig erschöpft, dass an ein Weiterkommen nicht mehr zu denken war. So blieben wir denn in unserem Versteck, noch in Hörweite unseres Hauses, und harrten voll Bangen und Zittern der kommenden Dinge.